Und jetzt werde ich neu aussäen. Denn das Schöne ist, es ist dann direkt auch gleich gegossen. Ja, passt genau. Hui, ja, juhu, yay, Farmarbeit macht so viel Spaß. Yay. So. Jetzt habe ich sie aber alle. So, damit ist der Rest des Frühlings jetzt halt auch gesichert, was die Ernten angehen. Ich werde mal hier... das Wildlife ein bisschen zurückdrängen. Gerade auch hier so. So, also... ich habe hier auf dem Hof alles eingesammelt, ich war in der Pilzhöhle, ich habe die Tiere gemacht, ich habe die Pflanzen gemacht und ich habe gesehen, hier unten ist nichts weiter los. Wenn jetzt vielleicht mal der Fruchtbaum Frucht hätte, hatte aber nicht. Es ist bestimmt ein Apfelbaum und den habe ich bestimmt gepflanzt, weil ich diesen Erfolg bei Tierfutter, glaube ich, haben wollte, bei Marnie. Bei Marnie. Und es wäre vielleicht auch mal so generell interessant, sich Gedanken darüber zu machen, vielleicht... das hier ist ja ein guter Anfang mit dem Steinboden, dass ich hier an der Seite oder zumindest hier vielleicht noch ein bisschen ergänze oder so. Aber, das sieht man dann. So, wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, gehe ich doch jetzt mal zum Strand runter. Denn einmal möchte ich in die Reusen gucken und ich könnte vielleicht auch einfach mal kurzzeitig in die Mine springen und ein, zwei Käfer platt machen, weil ich ja auch wieder neue Köder brauche für die Reusen. Und die macht man halt am besten aus Käferfleisch. Und die Käfer gibt es halt nur, also am einfachsten kriegt man die direkt auf den ersten Ebenen, behaupte ich. Wenn ich mich irre... ergänzt mich ruhig, beziehungsweise korrigiert mich. Aber jetzt auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin, ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, um an Köder ranzukommen. Außer natürlich sie zu kaufen bei Willy. Und bevor ich da reinhüpfe, gehe ich mal ganz kurz zum Steinbruch. Denn vielleicht liegt da ja noch was Cooles rum. Das sehen wir jeden Moment. Da ist auf jeden Fall schon mal Kupfer. Ja, und der Rest sind normal... ach, guck mal, da ist auch Gold. Wobei, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich lasse das mal liegen. Ich weiß, ein Kupfer, ein Gold liegen da. Und ein paar Steinchen. Zack. Okay, also. Da ich ja Käfer suche. Leiter. Da ist direkt einer. Komm her. Dankeschön. Da ist auch direkt die nächste Leiter. Habe ich halt irgendwie Glück. Could that be? Mal auf.
Gibt es eigentlich irgendein Werkzeug, mit dem man Kisten nicht kaputt machen sollte, weil man dann keine. Weil man dann kein nichts kriegt aus der Kiste? Oder ist es letztendlich egal, ob ich das mit der Spitzhacke oder mit dem Schwert mache? Ich glaube, Schwert verbraucht keine Energie, weshalb viele zu dem Schwert raten. Aber. So, okay. Leitern habe ich ja freigespielt, also gehe ich jetzt noch eine Ebene tiefer. Ich habe erst ein Käferfleisch bekommen. Das ist im Grunde eigentlich nix. Oh. Wieso mache ich eigentlich kein Licht? Habe ich keinen. Achso, ich habe keinen Leuchtring. Ich habe nur. Magnetismus. Da ist noch ein Käferchen. Komm her. Quatsch. Aber die sind sehr, sehr fleischarm, habe ich das Gefühl. Die haben alle nicht so wirklich Lust, für mich Köder zu sein beim Angeln. So, mal gucken, finde ich. Noch eine Ebene, in der vielleicht noch so ein Käferchen rumfliegen könnte. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal Kisten, das ist auch schön. Und ein bisschen Kupfer oder so werde ich natürlich auch mitnehmen. Selbstverständlich. Aber so wirklich Glück mit dem Käferfleisch habe ich auch nicht. Komm schon, noch eine Ebene, sonst gehe ich einfach raus und komme wieder rein. Komm schon, Treppe. Haben wir hier irgendwo eine Treppe? Vielleicht? Nein? Also eine Leiter meine ich natürlich. Dann mache ich es halt so. Oh, es wird langsam spät. Okay. Gut zu wissen. Komm schon, jetzt lass mich mal noch ein Käferchen tot machen. Bitte. Da ist eine Kiste, die hole ich mir auf jeden Fall. Das gab Steine, okay. Gut, kein Käfer mehr drin, aber okay, Hydrogel. Und nochmal Hydrogel. Okay, dann gehe ich wieder raus. Denn es ist auch schon 1 Uhr. Mine verlassen. So, und jetzt mache ich das ganz, ganz schlau. Denn ich fahre jetzt bis zur Bushaltestelle mit der Lore. Nimm das noch mit. Und dann schaffe ich es noch ins Bett. Warte, ich will noch ein paar Sachen verchecken. Also, die Blume und die Blume und das Hydrogel. Und der Rest ist egal, dann gehe ich jetzt erstmal pennen. Und dann hoffen wir doch darauf, dass morgen Trüffel da rumliegen. Das wäre zumindest total schön. Ah, guck mal, da habe ich doch tatsächlich 13.000 Geld zusammenbekommen. Warum nicht? Dann müsste ich jetzt um die 30.000 haben ungefähr. Naja, nicht ganz. So, was sagt denn der Fernseher? Wetterbericht, Wahrsage, das ist eine Wiederholung. Mal gucken, was das für eine Wiederholung ist. Gebackener Fisch. Total verrückt. Ja, okay, das kam mir auch bekannt vor.
Der Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Du gibst dir ja gar keine Mühe.